Willkommen zu einem neuen Super Mario Galaxy 2 Part. Ja, es ist mal wieder lang her, dass ich aufgenommen habe und wahrscheinlich genauso lange her, dass ich was hochgeladen habe. Beziehungsweise, ich weiß ja nicht, wann ihr das seht. Ich habe einiges im Voraus aufgenommen, komme aber nicht dazu, das hochzuladen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Motivation fehlt auch so ein bisschen. Weil, ja, es ist halt immer so ein Projekt, das wird nicht so gerne geguckt. Es gibt so... Ja, ich sag jetzt einfach mal drei Leute, die auf jeden Fall mir auch zeigen, dass sie es ganz gerne gucken. Wo auch manchmal ein Kommentar kommt oder so, was ich ganz schön höre. Für die mache ich das hier jetzt auch noch, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, die Motivation fehlt halt einfach, das ein bisschen regelmäßiger zu machen, sage ich jetzt mal. So, wir sind hier schon bei Bowser, das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz auf die Weltkarte und schauen. Na, das ist alles schon fertig, das heißt, heute wäre sogar Bowsers Festung dran. Jetzt ist die Frage, wollen wir das machen? Das ist ein bisschen blöd. Aber ich würde sogar sagen, wir gehen heute in Bowsers Festung, weil danach... Oh, ja. Ziehen... Gut, es ist eine Zeit für das große Finale, Steuermann. Irgendwo dort drinnen. Dort wartet deine Prinzessin auf niemand anderen als dich. Was für eine Überraschung, ein Komet. Oh mein Gott, ein Komet. Sieht fast so aus, als ob er nicht nur Powersterne verspeist hat. Oh, ganze Kometen. Ach du Scheiße. Oh weia, der Unhold scheint noch mächtiger geworden zu sein. Ja, oder noch mächtiger werden zu wollen, eher gesagt. Halte den Unhold auf, bevor er alles in seinem Weg dem Erdboden gleich macht. Also raus mit dir, zeig, was du drauf hast. Alles klärchen. Dann machen wir das jetzt mal. Und los geht's. Bowsers Galaxiengenerator. Okay, sieht auf jeden Fall mal sehr, sehr nice aus. Dementsprechend, ja, denkt sich einfach mal auch das Spiel oder mein PC. Nee, nee, ist zu anspruchsvoll. Ja, keine Ahnung. Wohl eher mein PC, weil das Spiel ist, ja. Ich sag mal so, Nintendo-Qualität, da hat man eigentlich wenig zu befürchten bei sowas. Das muss man einfach mal sagen bei Nintendo, aber ja, das ist jetzt nicht, also das ist jetzt schon eigentlich so ziemlich das Einzige, was ich im Moment noch so von an Nintendo schätze. Außer, dass es natürlich richtig geile Spiele gibt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob wir das Thema hier schon mal in Super Mario Galaxy hatten. Oh shit, das war richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob wir das Thema schon mal hatten. Auf jeden Fall. Ja. Ist halt immer so die Frage, was für Konsolen holt man sich, wenn eine neue Generation rauskommt. So. Ich weiß, ich werde auf viel Hate eventuell stoßen. Ich weiß jetzt nicht. Also gerade. Ich meine, ich habe ein Nintendo-Kanal, da darf man nicht böse sein, wenn da ein paar Leute schon mal ein bisschen gereizt zu reagieren, wenn man sagt, die neue, also die Wii U ist einfach... Nee, ich finde die einfach nicht gut. Gründe dafür sind nicht die Spiele, die dafür rausgekommen sind. Ich finde die Spiele hammergeil, auf jeden Fall. Also bis jetzt, Splatoon reizt mich relativ. Super Smash Bros. Würde mich auch auf jeden Fall reizen, das Neue, weil ich muss ehrlich sagen, ja, Brawl stinkt gegen das neue Smash Bros. Echt ab. Muss man einfach sagen. Ich fand Brawl war auf jeden Fall immer eine geile Sache, ja. Also so mit Freunden auf jeden Fall, ja, ganz lustig. Aber irgendwie
wenn ich das jetzt mit dem neuen Smash Bros. Vergleiche, mit den ganzen geilen Neuerungen, muss ich ehrlich sagen, dann bin ich ein bisschen geflasht. Ich will fast gar kein Brawl mehr spielen, weil ich das immer mal wieder sehe, was... Es sieht ziemlich geil aus, muss ich an der Stelle mal gestehen. Also im Vergleich zu Brawl sieht das echt Hammer aus. Weshalb ich mir auch die Wii U jetzt nicht geholt habe, ist natürlich so ein bisschen die Grafik. Ich meine, wir sind hier in einer Konsolengeneration, also bei einer Konsolengeneration. Oder generell in... Wie soll ich das jetzt sagen? Wir leben in einer Zeit, sage ich jetzt mal. Oh shit. Wir leben in einer Zeit, wo der hauptsächliche Fortschritt bei Videospielen meiner Meinung nach in Grafik besteht. Und da kommt Nintendo mit einer... irgendwie mit einer Konsole, die eine Grafik hat, die meiner Meinung nach ja ähnlich, wenn nicht sogar schlechter ist, wie die Vorgängerkonsolen der Konkurrenz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also weil ihr wisst schon hier PS3, Xbox 360. Mag sein, dass die Spielgrafik an sich besser geworden ist, ja, aber das liegt an den Spielen selbst und nicht unbedingt an der Konsole, denn ja, die Leistung der Wii U ist meiner Meinung nach auf jeden Fall zu schlecht, um sagen zu können, dass ich mir diese Konsole jetzt hole. Nintendo hat selbst schon zugegeben, dass die Wii U ein Misserfolg war. Das muss man an der Stelle auch mal erwähnen. Ich habe mir hier eine PS4 geholt. Meiner Meinung nach auch die beste Konsole, die man... der neuesten Generation, sage ich jetzt mal, die man sich holen kann. Oh shit. Das wollte ich auch nicht. Ja, toll. Was soll ich da auch machen, ne? Habt ihr das gesehen? Ich wäre eigentlich gestorben. Los, Yoshi. Das schaffen wir. Yoshi! Jawohl. Oh shit. Habt ihr das gesehen? Ich bin gerade ziemlich schlecht, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja, komm, rennen wir einfach. Das schaffen wir schon. Ja, es wird nicht mal knapp, also da kann man auch mal failen. Ja, deswegen werde ich mir persönlich keine Wii U holen. Ich würde eigentlich schon ziemlich gerne... das ein oder andere Wii U-Spiel Let's Playen, aber ganz ehrlich, es lohnt sich einfach nicht. Oh mein Gott. Nein! Das ist so unfair. Ja, komm. Stirb doch. Was war das denn jetzt auf einmal? Das habe ich gerade eben irgendwie tatsächlich nicht verstanden. Und irgendwie kann er noch wieder ein bisschen stabiler laufen. Ich will tatsächlich nicht mehr stabil laufen. Ihr seht es. Ach nee. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das ist. Ich bin hier gerade in einer Aufnahmeposition, die so ein bisschen... Ja, wo ich meinen eigenen Bildschirm nicht wirklich sehe, also meinen PC-Bildschirm, aber ich sehe hier gerade die Anzeige. Okay, es hat sich immer wenn ich sagen möchte, es hat sich beruhigt, dann geht's wieder los. Was ist das denn? So, da hat sich's wieder gefangen. Oh mein Gott.
ja, ich habe nach der Ursache gesucht. Platte. Ja, ist fast voll, aber da geht auf jeden Fall noch was. Deswegen, ja, lag es jetzt nicht unbedingt daran. Warum habe ich das vorhin bei Mario nicht gemacht? Ich bin auch so schlau. Obwohl, stimmt. Da war was. So, egal. So, wieder. Das hat mich jetzt so ein bisschen rausgebracht. Und man sieht, es läuft wieder. Warum? Warum war da auf einmal... Ich habe das gerade eben echt nicht verstanden. Keine Ursache oder so, ne? Es hat einfach keine Ursache. Ich habe nichts gemacht. Naja. Da waren wir gerade so schön im Gespräch. Über die Wii U. Wie sieht es denn bei euch aus? Ich denke mal, einige von euch werden sich die Wii U geholt haben. Ist auch verständlich, auf jeden Fall. Ja, die Spiele darf man auf jeden Fall mal nicht außer Acht lassen. Die sind echt gut. Na komm. Oh mein Gott, das war schon so ein kleines bisschen riskant. Nein! Nein! Das ist der größte Betrug, den ich je gesehen habe. Ich dachte mir so, irgendwas passiert da jetzt, dass ich mir so Zeit lassen muss, aber nee, da passiert sowas. Das wusste ich natürlich nicht mehr und jetzt versage ich hier vollkommen. Ja, lass mir doch wenigstens die Münze. Oh, Kamek, echt. Unmöglich. Naja, wenigstens läuft es jetzt wieder. Ich frage mich echt, was da los war. Naja, ja, ich glaube, das muss man auch auf Zeit schaffen hier. Ich kann mich dann an was erinnern, deswegen... Das gibt's doch einfach! Stirb einfach. Ja, komm, Yoshi. Kratz ab, bitte. Dankeschön. tut mir leid, Leute. Tut mir leid. So, jetzt müssen wir hier leider ein bisschen warten, weil Yoshi draufgegangen ist. Aber dafür... Ja, können wir jetzt gleich umso schneller... Sag mal, was ist denn... Wow. Was ist denn heute wieder los? Es geht wieder alles schief. Habe ich jetzt gerade eben richtig gemerkt. Ich wäre da fast runtergefallen. Naja, gut. Ja, wie gesagt, schreibt doch bitte mal in die Kommentare. Ja, ob ihr euch die Wii U geholt habt und ob ihr zufrieden seid. Jetzt nicht nur... Das gibt's doch einfach nicht! Ach komm! Ist doch... Komm, Plattform! Bitte Plattform! Sogar fast noch die Münze bekommen, dann hätte ich noch einmal mehr springen können. Das gibt's doch einfach nicht! Leute. Das Problem ist, man braucht ja Yoshi. Deswegen, ja, ist es umso beschissener, dass ich da die ganze Zeit Yoshi verliere bei so saubescheuerten, ja, Stellen. Ich weiß nicht, was ich da genau falsch mache. Okay. So, und dich, ja, besiegen wir jetzt auch mal ohne Probleme, wollte ich sagen. Ja. Und ihr könnt ja auch mal so in die Kommentare schreiben, was ihr auf jeden Fall als einen Kaufgrund jetzt außerhalb von Spielen betrachtet, die Wii U vielleicht doch zu kaufen. Vielleicht mache ich es ja. Vielleicht aber auch nur. sehr unwahrscheinlich. Weil, ganz ehrlich, ich finde die Wii U, ja, wie... Halt die angesprochenen Punkte, Grafik und so. Das ist doch Betrug. Das ist doch einfach Betrug. Ich weiß nicht, was ich die ganze Zeit... Oder doch, ich weiß, was ich falsch mache, aber ich weiß nicht, warum ich es falsch mache.
gibt's doch nicht. Ich will mich ja jetzt echt nicht lange aufhalten, aber er sieht im Moment echt so aus. Das haben wir jetzt auch mal ein bisschen skilliger gelöst. Ja, wenn man Stellen ein paar Mal sieht, dann... Ja, dann läuft's halt irgendwie an den Stellen. Aber an der Stelle, wo es laufen soll, läuft's jetzt natürlich nicht. Genauso wie... Okay. Frame-Einbrüche sind hier normal. Das kennen wir schon von mir, diese Frame-Einbrüche. Ja. Tut mir deswegen auch so ein kleines bisschen leid, aber... Oh, jetzt habe ich es jetzt auch fast verkackt, weil ich auf die FPS-Anzeige geguckt habe. Naja. Gut. Lassen wir das. Ja. Jetzt hier aber mal ein bisschen konzentrieren. So, der kommt jetzt da. Das heißt, wir gehen hier rüber. Dann kommt hier einer. Das heißt, wir gehen hier rüber. Und dann kann ich hier gleich nochmal rüber. Kann da drauf, da drauf. Da drauf. Und hier fast nicht mehr hochkommen. Dann hier die... Okay. Diesmal wissen wir schnell weg davon. Wobei ich gerade nicht mehr weiß... Wohin überhaupt? Okay. Da einfach nur dran vorbeifliegen. Also dem Vieh ausweichen. Und hier ist eine scheiß Fliege drin. Die mich die ganze Zeit nervt. Vielleicht lag's da. Nee. Mal ganz ehrlich. Das war einfach nur bescheuert, was ich da gemacht habe. Einfach nur skilllos und bescheuert. Komm, zack. Und die Stellen kennen wir schon. Das heißt, es geht bald zu Bowser. Ach, und man bekommt jedes Mal Leben, wenn man sowas einsammelt. Okay. Ja. Werden wir gleich zu Bowser kommen? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, das war aber ein bisschen länger hier. Ich kann mich erinnern, dass da noch einiges kam. Also das kann es ja wohl noch nicht gewesen sein. Mal ganz ehrlich, aber es sieht fast so aus, ne? Tatsächlich. Da sind wir schon vor Bowser. Ja, ja. Arr, wann gibst du endlich auf? Ein für alle Mal, hör mir gut zu. Ich werde mein neues galaktisches Königreich mit Peach an meiner Seite regieren. Es wird ewig halten. Also tu mir einen Gefallen und such dir eine grüne Klempnerröhre, in der du dich für immer verkriechen kannst. Alles klar. Mach mal, oder? Klempnerröhren sind doch immer toll. Mario, ich bin ziemlich beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit, mich mit dir zu beschäftigen, also lass es uns schnell hinter uns bringen. Ja. Da versagt mir so ein kleines bisschen die Stimme, aber hey. Macht nichts. Ja, jetzt gibt's wieder auf die Fresse, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe, ich werde diesmal nicht failen. Ich habe das früher aus... Wirklich. Diese Bosse habe ich früher... beziehungsweise auch das Level habe ich aus... Habe ich wie aus dem FF gekannt. Hatte ich gar keine Probleme. Okay, er darf die nur nicht zerstören, in dem Moment springen. Und jetzt, zack. Oh, das hat noch gezählt. Sehr schön. War knapp. Also muss man tatsächlich sogar ein bisschen schneller sein, um ihn hier noch zu bekommen. Dann bringt er schon die. Okay, zwei in Panzer getroffen, aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Okay, zweimal getroffen. Jetzt rastet er natürlich wieder aus. Wie immer. Erstmal ausrasten. Ja, das ist ja... Da auszuweichen, jetzt mal ganz ehrlich. Das da ist schon ein bisschen schwerer, finde ich. Weil man halt...
Okay, das war ein bisschen unfair. Irgendwie wollte er nicht laufen. Aber, hey. Egal. Okay. Ja, das war natürlich nicht optimal. Aber trotzdem getroffen. Sehr schön. So wollen wir das sehen. Und da kommen schon wieder die Meteoriten. Und er kommt schneller. Wow. Das war schon schneller als erwartet. Nein, okay. Ja, der ging sonst wo. Oh mein Gott. Das ist so unfair. Ich konnte gerade eben echt nichts machen. Komm. Ach, stimmt. Ding ist ja weg. Jetzt. Ja. Ich wollte die Hand erwischen. Och, nö. Okay, jetzt läuft es irgendwie nicht mehr so gut. Das gibt's doch einfach nicht. Ich verliere gerade echt den Glauben, ne? Das Problem ist halt auch... Diesmal haben wir ihn erwischt. Okay, sehr schön. Oh mein Gott. Also, ja. Der letzte Treffer sitzt auf jeden Fall. Und da stürzt er in die weiten Tiefen. Und ist weg. Ein für alle Mal. Oder? Da ist auf jeden Fall schon mal der Stern. Ja. Das haben wir mal wieder geschafft. War mal ein bisschen unspektakulär. Ein kleines bisschen. Oh. Überraschung. Oh mein Gott. Das war's also noch nicht. Weißt du was, Mario? Die Zeit des Aufatmens ist gekommen. Das Ende ist nah. Dein Ende. Oh mein Gott, diese Musik. Ja, wir müssen ihn immer wieder treffen. Ist eigentlich kein Problem, wenn man sich ein bisschen besser anstellt als ich. Ja. Ja, okay, das war ungerechtfertigt. Das war ungerechtfertigt. Wir müssen ihn dreimal treffen, kommt aber halt immer näher. Hier muss man sich einfach ein bisschen konzentrieren. Man darf hier nur nicht die Ruhe verlieren. So nah ist er nämlich nicht. Und da haben wir ihn auch schon. Also das ist eigentlich eine relativ einfache Sache da. Ach, Keusch. Meine Macht verschwunden. Mein Imperium zerstört. Mein Schokokuchen niemals gebacken. Nein. Okay, nee. Ja. Er gibt's auf. Warum? Der arme Bowser. Naja. Aber er scheint in ewigen Weiten verschwunden zu sein. Und schaut mal, wer noch mitkommt. Die waren nämlich auch noch bei ihm und hätten wir den Stern davor eingesammelt. Ja, wo wäre Peach gewesen? Wäre Peach mit Bowser in die endlose Weite gefallen? Aber naja, jetzt ist Peach natürlich da. Mario hat sie mal wieder gerettet. Mein Held, thank you. Ja. Mal sehen, ob man hier sterben kann. Nee, Spaß. Das werden wir jetzt hier nicht ausprobieren. Ja, ich denke, das war mal ein schöner Part. Und ja, sammeln wir das Ding noch ein. Ach ja, da ist Peach auch dabei. Großen Stern erhalten. Wir haben die Kometmünze haben wir eingesammelt. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh, schau mal.
Ein Komet. Ja, toll. Kann ich jetzt auch voll lesen. Ich habe immer gewusst, dass wir uns wiedersehen würden. Wiedersehen? Wen denn? Wer ist das denn? Kennen wir die schon? Mama! Ich weiß nicht, ob man die im ersten Teil gesehen hat. Ich bin Rosalina. Meine Aufgabe ist es, über den Kosmos zu wachen und ihn zu beschützen. Ich habe lange auf euch gewartet. Dieser riesige Unhold hat sich unserer Powersterne bemächtigt. Und er hat mich auf gemeinste Art von meinem kostbaren Babyluma getrennt. Ich war mir jedoch sicher, dass es ihm gut ergehen würde, weil ich dir vertraut habe. Losgelöst von Raum und Zeit, von einer geheimen Macht angetrieben. Bist du, mutiger Raumfahrer, durch die Weiten des Universums gereist? Ich wusste, dass du die Kraft in dir trägst. Ja, es war gerade eben kein Fragezeichen. Wow. Ja, ich bin mal wieder der Vorlesprofi hier. Du warst fest entschlossen, deine Prinzessin aus den Fängen des Unholds zu befreien. Es war diese Kraft deiner Entschlossenheit, die dich hierher geführt hat. Dass wir hier wohlbehalten aufeinandertreffen, ist ein wahres Wunder. Lasst uns der Kraft der Sterne dafür danken. Meine Güte. Mario. Danke, dass du meinen Baby-Luma nach Hause geleitet hast. Ich werde dich niemals vergessen. Auch wenn ich eines Tages ein Stern sein werde, werde ich dich niemals vergessen, Mario. Niemals, das werde ich nicht vergessen. Mama mia. Mögen die Sterne auf dich leuchten. Ja, übertreib's doch. Ja, da ist der Luma weg und gleichzeitig auch noch Marios Mütze. Was machen wir? Wie habe ich denn die synchronisiert? Wie rührend. Der besondere Luma hat zurück zu der ihm kostbaren Person gefunden. Aber auch du, mein Freund. Ist das nicht so? Ach so. Ja, komm. Alles klar, ihr zwei. Es ist höchste Zeit, zu euren Heimatplaneten zurückzukehren. Ernsthaft? Jetzt schon? Ja, das Ende von Super Mario Galaxy 2. Und schon viel zu lang. Aber die Credits lasse ich natürlich noch durchlaufen. Ja. Das Spiel ist ja noch lange nicht vorbei. Also, das war ja... Die 100% warten auf jeden Fall noch. Die werde ich auf jeden Fall noch machen. Aber die vorläufigen Credits sollte man jetzt trotzdem mal genießen, denn das Spiel war bis hierhin wirklich sehr gut. Muss man was sagen, das war... Ich muss sagen, das ist mit Abstand mein Lieblings-Mario-Spiel. Ich würde sagen, kein anderes Mario-Spiel, was es jemals in irgendeiner Form von Nintendo natürlich gegeben hat. Ja,
hat mich so begeistert, wie dieses Spiel. Ja. Ich hatte es mir auch. Also, ich muss sagen, ich war früher nicht wirklich jemand, der so viel gezockt hat. Also, ich habe relativ spät die Wii bekommen. Da waren so Spiele wie Super Mario Galaxy 2 eigentlich schon. Na gut, ich glaube, als ich mir die Wii geholt habe, da war Super Mario Galaxy 2 noch nicht draußen, aber ja, ich würde mal sagen, so einen Monat später oder zwei Monate später kam es dann raus. Oder war es sogar im Weihnachtsgeschäft, Super Mario Galaxy 2? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, war es so, ja, eins der richtigen Spiele, die ich auf der Wii besessen habe, damals. Ja, ist noch nicht lange her, tatsächlich. Und mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Muss man einfach mal sagen. Es ist, ja, wie gesagt, mein Lieblings-Mario-Spiel, auf jeden Fall. Ihr könnt ja auch mal, also ich habe ja schon ein Super Mario 63 Let's Play gemacht, jedoch in sehr, sehr schlechter Qualität. Und es ist so ein Spiel, das dauert nicht besonders lang. Das heißt, ich kann das jederzeit wieder Let's Playen und ich hätte tatsächlich mal wieder richtig Bock drauf. Komm, Toddy, du darfst auch mal... Da. Toddy? Okay, auf Toddy kann man leider nicht springen. Ja... Auf jeden Fall ein Let's Play, was, ja, denkbar wäre, wenn ihr es auch wollt. Ihr könnt es euch ja mal anschauen in meiner Playlist, das Spiel an sich. Ich find's ziemlich geil, ich habe dadurch auch, damals war das so ein Spiel, oder war das ein Projekt, wo ich so ein bisschen, ja, meine ersten so etwas... ja, aktiveren Zuschauer bekommen habe. Und auch viele neue Zuschauer, weil dieses Spiel haben zu dem Zeitpunkt noch nicht viele Let's Played. Mir ist dann später aufgefallen, ich dachte, das hätte noch gar niemand Let's Played, als ich es mal angefangen hatte. Und mir ist dann aufgefallen, dass Geilkind das schon Let's Played hatte. Ich hatte es tatsächlich nicht von ihm. Also das ist ein Spiel, was ich selbst irgendwie mal beim nach irgendeiner Beschäftigung suchen im Internet, auf das ich mal, ja, einfach so gestoßen bin und ich es ziemlich, ziemlich gut fand. Zumindest für so ein Browser-Game. Und, ja, wir sind hier aber bei Super Mario Galaxy 2. Sorry, Leute, da bin ich ein bisschen abgeschweift. ja. Ein Weltentor zur legendären Welt S hat sich geöffnet. Alles klar. Eine Nachricht an der Wii-Pinwand. Alles klar. Okay. Okay. Aber gut. Ja, das war's mit diesem Part. 40 Minuten stehen, also 38 Minuten stehen jetzt bei mir hier auf der Aufnahme. Sollte aber ein bisschen kürzer sein. Einfach... Ja, ich muss einiges rausschneiden, wo ich dann so ein bisschen da rumgemacht habe. Da habe ich nämlich die Audioaufnahme einfach laufen lassen. Ja. Wenn es gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder in Welt S. Beziehungsweise, ich werde, denke ich mal, die zwei Kometen machen, die da uns noch fehlen. Ich glaube nämlich, das waren noch zwei Kometen. Ja, das müssten noch zwei Kometen, drei Kometen insgesamt, natürlich auch noch mit Bowsers Festung. Und ja, bis dann und ciao, Leute.